Essen im Skiurlaub. Ja, da sind ganz, ganz viele nicht so glücklich. Volle Hütte, Schlange stehen und dann auch noch Fertigfraß. Das Essen auf Skihütten ist ja nicht günstig, aber ist das dann wenigstens auch gut? Unser Koch Undercover Mirko Reh war an den österreichischen Alpen unterwegs und hat die angeblich schlechteste Pizza in ganz Österreich gegessen. Flachau im Salzburger Land. Hier beginnt die kulinarische Testreise von Profikoch Mirko Reh. Unangemeldet und mit versteckter Kamera geht es für ihn bergauf. Fertigfraß, alles schnell, schnell. Das sind die Vorurteile, die man von Skihütten kennt. Ich bin ja mal gespannt, was mich heute hier erwartet. Erste Teststation, die Birkhahnalm auf 1640 Metern Höhe. Um 12 Uhr mittags ist die Hütte voll. Ist ja wie in der Kantine. Ach je. Schlange stehen, Tablett schieben, Essen aus Warmhalteboxen. Das hatte sich Mirko anders vorgestellt. Die Skifahrer scheint das allerdings nicht zu stören. Im kompletten Lokal gibt es keinen einzigen freien Sitzplatz. Mirko muss sich irgendwo dazu quetschen. Die Überraschung? Das Essen ist besser als in den meisten Kantinen. Würstchen ist gut. Bratkartoffeln sind frisch gemacht. Und wie schlägt sich die Pizza? Schmeckt ein bisschen industriell. Ich gehe davon aus, dass der Teig fertig ist. Dass sie fertige Teigklinge nehmen und dann frisch belegen. Auch der Germknödel ist hier nicht hausgemacht. Nein, ist fertig. Aber die Vanillesoße, die ist richtig lapprig. Bei den Nachspeisen wird sehr, sehr oft ein Fertigprodukt verwendet, weil das geht schnell. Das wird und kann in Masse produziert werden. Und da will man natürlich das schnell aus dem Weg haben und viel Geld damit verdienen. Mirko hat genug gesehen und gegessen. Nachfrage beim Hüttenchef. Macht ihr hier alles frisch? Alles frisch, ja. Darf ich mal in die Küche schauen? Bitte. So ganz kann das ja nicht stimmen, oder? Arbeitet ihr auch mit Halbfertigen? Also ist der Pizzateig frisch? Ja, die Pizza ist nicht frisch, aber da. Die belegt er dann hier frisch, ja. Also der Teig, okay. Frisch ist also nicht gleich frisch. Den meisten Gästen schmeckt's trotzdem. Für eine Fertigpizza sehr lecker. Leberknödel war super, aber die Suppe war mir, da fehlte mir ein bisschen die Stärke. Wie schmeckt dir dein Schnitzel mit Pommes? Gut. Mirkos Hüttenfazit, nicht schlecht, aber auch nicht berauschend. Weiter geht's nach Schladming. Hier testet Mirko die Schafalm auf 1800 Metern Höhe. Und 15 Uhr ist es hier brechend voll. Keiner der 450 Sitzplätze ist frei. Erst nach minutenlangem Warten kriegt Mirko einen Platz. Die Preise haben es in sich. Halbes Hähnchen mit Kartoffelsalat 11,80 Euro. Da werden die Monopolstellungen natürlich total ausgenutzt. Heißt, es gibt vielleicht 1, 2 Anbieter und da wird dann preislich ordentlich hingelangt. Dafür wird hier aber auch durch die Bank sehr gutes Essen serviert. Also die Flädle sind frisch gemacht. Kalbsschnitzel sieht man sofort. Frisch gemacht. Schöne, frische Qualität. Heißt, es schmeckt nicht fischig. Teuer, aber es lohnt sich. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben euch getestet. Ja. Und zwar Bombe. Aber alles war Bombe. Nicht nur ein bisschen, sondern alles. Danke. Der Chef verrät Mirko, über 50 Mitarbeiter arbeiten hier. Am Tag gehen auch schon mal 3000 Essen raus. Eine unglaublich hohe Zahl und dann auch noch in guter Qualität. In Obertauern testet Mirko auf 1600 Metern Höhe dieses Après-Ski-Restaurant. Laut Internetbewertungen überteuert und sehr schlecht. Es gäbe Fertigpizza, der Chef habe keinerlei Manieren. Gibt's hier etwa die schlechteste Pizza Österreichs? Mirko ist gespannt, doch es kommt anders. Die Salami-Pizza kommt nicht aus der Tiefkühltruhe. Ist keine Fertigpizza, definitiv keine Fertigpizza. Ist auch zu schwer für eine Fertigpizza. Und, schau mal drunter, unregelmäßig gebacken, wäre bei einer Fertigpizza auch nicht. Fertigpizza erkennt man daran, dass der Belag, dass der Käse sehr gleichmäßig gestreut bzw. die Pizza gleichmäßig belegt ist. Der Teig am Rande ein wenig hochgehend, aber in der Mitte extrem gleichmäßig. Das ist natürlich ein Zeichen für einen industriell gefertigten Teig. Hier ist also alles okay. Und das will Mirko dem Chef, der angeblich keinerlei Manieren hat, jetzt auch sagen. Darfst du kurz interviewen? Nein, Moment, habe ich keine Zeit.
Gerade als Mirko gehen will, stellt sich der Boss dann aber doch noch. Im Internet stehen ganz blöde Sachen drin. Heißt, ihr würdet Fertigpizza machen und deswegen sind wir da. Und ich habe ja probiert, das war weit weg von Fertigpizza. Ja. Also ihr macht alles frisch, oder? Natürlich. Warum glauben Sie denn, dass so blöde Sachen geschrieben werden? Ja, das war vor 2 Jahren, muss man recht geben. Ja, vor 2 Jahren hatten wir das noch gehabt. Und voriges Jahr haben wir umgestellt. Sprich, es gab mal Fertigpizza. Ja, haben wir gehabt. Ja, und jetzt macht ihr alles frisch. Neuen Ofen. Man darf also nicht alles glauben, was im Internet steht. Gerade Restaurantbewertungen sind schnell veraltet. Hier und heute kann sich die Pizza in der Taverne in Obertauern jedenfalls sehen lassen.